Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache einen Crashkurs, aber nicht beim Börlitz, sondern den Crashkurs in Englisch, den mache ich bei dem Mann, der das Rennenglisch ja über Jahrzehnte kultiviert hat und uns ja bei den Formel-1-Übertragungen zweimal im Monat ins Ohr gebrüllt hat. Und da habe ich gedacht, den rufe ich einfach an, der kann mir da sicher ein bisschen helfen. Hallo? Heinz, servus, das ist der Alex. Hui, Alex. Alex Wurz, mach's kurz, du weißt, die Handy rechnen. Nein. Nicht Alex Wurz, Alex Christian. Servus Christian, what will you, what can I do? Du, Heinz, ich wollte nur fragen, ich muss nach Amerika. Du, das erinnert mich an 1492. Hast du gewusst? Christoph Kolumbus, der musste auch nach Amerika. Also musste, er wollte, er war ein Entdecker, ein Explorer. Aber ganz interessante Geschichte, sein Vetter dritten Grades, Frederik Kolumbus, der hatte eine fürchterliche Allergie auf Kokosnüsse. Diese Allergie plagte übrigens auch Regina Häusl oder wie die Franzosen sie nennen, Regine Toilette. Und nicht nur sie hatte mit dieser Allergie zu kämpfen, sondern auch Fausto Radici, der ein einäugige Schnitzer aus dem Grödnertal, der 1974 beim Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo beim 14. Tor eingefädelt hat, hat einen Ski verloren. Er hat nie wieder geheiratet, hatte Bindungsängste. Gut, ja, super. Du, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du mir die eine oder andere Standard-Floskel sagen kannst, dass ich da drin halt überall durchkomme. Naja, da muss ich dich leider gleich einer Illusion berauben. In Amerika kommt man nirgends mehr überall durch. Es ist alles sehr, sehr gut abgesichert. Zum Beispiel, du musst auch aufpassen, was du zu jemandem sagst. Gerhard Berger hat mich 1982 aus Long Beach angerufen. Er stand zwischen zweiten und dritten freien Training in einem Möbelgeschäft, hat nicht gewusst, was Ausziehtisch heißt. Und ich habe gesagt, naja, Gerhard, wahrscheinlich Striptease-Table. Das war also, okay, Heinz, super, vielen herzlichen Dank. Ich merke schon, das wird ein bisschen uferlos. Ich werde schon bocken, gell? Danke. Alex, I'm sure you will bake it. And if you have any question, do not hesitate to call me on my cell phone. I'm online day and night. All the best, come good home schon jetzt, frohe Ostern. Oder wie die Argentinier sagen, Buenos Aires. Alles Liebe und Servus, Papa. Tschüss, ich habe dann aufgelegt. Wenn man da. Wahnsinn, ja?